Ist es euch auch schon einmal passiert, dass ihr ein Produkt gekauft habt, weil die Werbung so genial war, weil es dir so toll angepriesen wurde und du am Ende, als du es ausgepackt hast, als du es probiert hast, erkennen musstest, dass der Inhalt etwas ganz anderes war als das, was auf der Verpackung stand? Ich hatte so einen Kauf getätigt, kaufte mir ein Handy, ein Smartphone mit einer Spezifikation für den Preis unschlagbar. Doch als ich es auspackte und testete, stellte ich fest, alles, was dort angegeben war, war nicht in dem Gerät drin. Von außen hat es immer noch sehr gut ausgesehen, das Smartphone, aber die Teile, die drin waren, waren alles andere als die Spezifikation dessen, was auf der Verpackung stand. Und so ist es auch mit dem Narzissten. Auch der Narzisst ist letztendlich eine Mogelpackung. Und wie er dir diese ganze Mogelpackung, nämlich sich selbst, verkauft, soll Thema dieses Videos sein. Die narzisstische Mogelpackung. Mein Name ist Hubert Hafner. Ich bin Selbstwert- und Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher und Gründer des Deutschen Instituts für Burnout. Und zu dem Thema möchte ich dir zwei Bücher vorstellen. Zum einen der verdeckte Narzisst, das heißt, hier geht es hauptsächlich um den verdeckten Narzissten, der nach außen etwas anders vorgibt, als er tatsächlich ist. Wird hier an einem Beispiel aus der Bibel beschrieben, da es auch in christlichen Bereichen vorkommt. Und das zweite ist aus der Mogelpackung heraus, aus dem Selbstwertgefühl, das oft als Selbstwert bestimmt ist, dass diese Begriffe gleich sind, hier aufzuzeigen, dass auch hier eine Mogelpackung drin sein kann, wenn man dir über Selbstwertgefühl deinen Selbstwert erklären möchte. Dazu dieses Buch, Selbstwert ist kein Gefühl. Doch nun wollen wir uns mit unseren Propagandisten und unseren Propagandaministern, nämlich den Narzissten, beschäftigen, wie sie sich selbst vermarkten und verkaufen. Ja, Narzissten sind super Geschichtenerzähler. Vor allem die Geschichten, die sie über sich erzählen, sind so phänomenal, so mitreißend, dass man mit offenem Mund dasteht und staunt, mit was für einem tollen Hecht man es hier zu tun hat und erkennt erst später, dass da wohl nicht alles so wahr war, wie er es erzählt hat. Das heißt, sie sind Geschichtenerzähler. Und zu Anfang möchte ich erstmal klarstellen, wenn jetzt jemand etwas über sich erzählt, ist er nicht gleich ein Narzisst. Es kommt auf den Zeitpunkt drauf an, auf die Wiederholung drauf an und wie er das dann auch umsetzt. Das heißt, passt das zu dem, was er dann später macht, auch zusammen. Um das soll es gehen. Also nicht, dass alles, was ich jetzt weiß, wenn jemand etwas über sich erzählt, was er gemacht hat, dass das jetzt sofort narzisstisch ist. Dann könnte man unsere Gespräche einstellen. Hier geht es darum, wann sagt er etwas, wo gar nicht gesagt werden müsste. Das heißt, hier kommt es darauf an, wann sagt er etwas und muss das überhaupt gesagt werden. Und hier gibt es drei Sätze oder drei Dinge, auf die du Acht haben kannst. Wenn dir jemand sagt als Satz, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, warum sagt er das? Ich gehe doch davon aus, dass er das macht. Also das ist normal, wenn ich mit jemandem rede, dass ich davon ausgehe, dass er mich jetzt nicht anlügt, dass er die Wahrheit sagt. Aber der Narzisst macht es, damit du ein gutes Bild von ihm bekommst, dass er positiv rüberkommt, dass du an diese Eigenschaften, die er jetzt vorgibt zu haben, dass du an diese glaubst, dass du Vertrauen gewinnst. Und das ist der zweite Satz, ich vertraue dir. Also du kannst mir vertrauen. Das setzt er dann auch hin und sagt, ja, ich bin vertrauenswürdig, du kannst mir vertrauen, ich verstehe dich, du kannst dich auf mich verlassen. All diese Sätze sind doch gar nicht notwendig. Es wird sich zeigen, ob man ihm vertrauen kann. Und wenn man ihm vertrauen kann, wunderbar, sollte es nicht sein, dass er dann unzuverlässig ist, dass er alles dann doch nicht so darstellt, dann hast du ja die Möglichkeit, hier rauszugehen.
Das heißt hier, diese Sätze zu beachten, denn wenn er dein Vertrauen gewonnen hat, wenn du auf das anspringst, dann wird er versuchen, über dieses Vertrauen, das du jetzt in ihn setzt, deine Grenzen zu testen, zu versuchen, weiter in dich einzudringen und die Kontrolle über dich zu übernehmen. Weil du ihm ja vertraust, unterstellst du ihm nichts Böses und somit hat er Zugriff auf dich und versucht, dich dadurch zu bekommen. Das Dritte sind Versprechungen, dass er so ist, wie du ihn gerne haben möchtest. Das heißt, das, was du suchst an der Partnerschaft, das gibt er vor zu sein. Und er kann sich sehr gut verstellen. Also zum Geschichtenerzähler kommt auch noch hohe Schauspielkunst. Und er kann das in der Lovebombing-Phase bis zum Exzess treiben, sich so zu geben, wie du ihn gerne hättest. Ein großes Problem, das natürlich zu sehen, zu verstehen, weil man das ja gern hätte. Und jetzt kommt genau mein Traumprinz oder meine Prinzessin. Und er bringt alles mit, was ich mir wünsche. Und er ist genau das, was ich mir immer vorgestellt habe, was mein zutiefstes Inneres immer gesehnt hat. Jetzt steht's vor mir, verkörpert in Fleisch und Blut. Er weiß um das, wenn er in Kommunikation mit dir geht, hört er dich aus, erkennt, was möchtest du, und dann gibt er genau das vor zu sein, was du gerne möchtest. Jetzt geh mal auf so Dating-Apps und dann schau mal die Kommunikationen an. Ich habe das jetzt nur gehört, ist ja klar. Also Dating-App kenne ich nur vom Hörensagen. Das ist tatsächlich so. Aber die Dating-Apps sind eine optimale Plattform, um sich darzustellen, um zu zeigen, schau, ich kann hier blenden, ich ein schönes Bild und dann Texte, die den anderen ansprechen, das kriegt er in der Kommunikation mit und gibt sich genau als der aus, den du es gerne hättest. Kann er auf der Plattform sehr gut und dann hast du schon ein Bild von ihm, einen Eindruck positiv, er gewinnt dein Vertrauen, jetzt lernt man sich kennen und du denkst, das ist ja noch besser als gedacht. Wow, so ein Mann, so eine Frau, geflasht. Das Problem ist, es ist Spiel. Und jetzt ist die Frage, kann ich das erkennen? Und hier geht es ja darum, ich habe einen Instinkt und habe dann so Wahrnehmungen, aber er versucht dich so zu täuschen, so zu manipulieren, dass du gar nicht mehr auf dein Bauchgefühl hören kannst. Er bombardiert dich über Zeit, über Kontakte, über WhatsApp, über Schreiben, über all diese Dinge. Er versucht dich dauernd in Kontakt zu halten, dass du wegkommst von dir und immer näher zu ihm hin, dass er dein Leben auch zeitlich komplett in Beschlag nimmt, dass du keine Zeit mehr zum Atmen hast, zur Ruhe zu kommen, zum Nachdenken, damit seine ganze Sache nicht auffliegt. Also wenn dich jemand dann so bombardiert und nicht mehr loslässt, ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann, ob man das sein Leben lang möchte. Und dann gibt's noch etwas, das vielleicht auch wichtig ist. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens nicht wahr. Das heißt, wenn dieser Mann oder diese Frau keinen Makel hat, sondern genau dem entspricht, was du dir wünschst, dann wäre das natürlich toll, wenn das so wäre, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, sage ich mal, ist eher gering. Er wird irgendeinen Fehler haben, den du dann akzeptieren sollst, irgendwelche Eigenheiten. Aber wenn er so ist, 100% dein Wunschkandidat, könnte sein, dass das kritisch wird. Also hier einfach aufzupassen. Und dann wird oft der Empfehlung gegeben, ja, achte auf dein Bauchgefühl, auf deinen Instinkt. Ja, ich weiß, solange du einen guten und gesunden Selbstwert hast, geht es. Wenn du aber einen defekten Selbstwert hast, dann bist du ja von außen angewiesen, dass du bestätigt wirst. Und jetzt kommt jemand, der dich bestätigt, der dich liebt, der dir alles gibt, was du dir wünschst. Und du fühlst dich jetzt in deinem Wert natürlich optimal gehoben, weil genau der Mensch, den du dir wünschst, jetzt auch für dich Interesse zeigt und an dir Interesse hat und dich als den Sonnenschein, den Seelenverwandten darstellt. Und damit, wenn dein Selbstwert defekt ist, ist es sehr schwierig, dieser Manipulation zu entgehen. Deswegen auch das Buch Selbstwert ist kein Gefühl. Hier deinen Selbstwert wieder auf eine gesunde Basis zu stellen, dass du von dir aus wieder auf andere zugehen kannst, mit einer gesunden Basis und nicht abhängig von dem anderen, wie er über dich denkt, wie er dich
bewertet, damit du daraus deinen Selbstwert siehst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, wenn du noch nicht in einer Beziehung bist oder gerade beginnst, eine Beziehung einzugehen, auf diese Red Flags, auf diese Fähnchen zu achten, die dir eventuell schon Warnzeichen geben können, dass du nicht in die Falle des Narzissten tappst, sondern rechtzeitig die Flucht ergreifst. No contact, weg, solange es die Zeit gibt, die Möglichkeit gibt. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dann bitte den Kommentar dazu schreiben, Daumen hoch, abonnieren, teilen, das ganze System bitte tun, damit der Algorithmus getriggert wird und damit dieses Video eine weite Verbreitung findet, damit diese Manipulationstechnik, diese Mogelpackung, die der Narzisst darstellt, dass diese von so wenig wie möglich Menschen dann tatsächlich angewandt werden kann, sondern erkannt wird. Auf dem Weg in die Freiheit oder in deiner Freiheit zu bleiben, wünsche ich dir ein liebes Grüßle, dein Hubert Hafner.